So schließe nun deine Augen und fühle, wie angenehm und leicht es ist, wenn man sich auf das Innerste von einem selbst konzentriert. Denn in dem Moment, wo du deine Augen schließt, verlieren die Umwelt und die Reize ihre Kraft. In dem Moment, wo du deine Augen schließt, erkennst du deine innere Kraft, erkennst du deine innersten Werte, die schönen Energien und Gaben, welche in dir liegen. Und so konzentriere dich einfach auf deinen Atem, auf deinen Körper und lasse dich immer mehr in dein Innerstes fallen. Denn es ist der Weg in das Innerste zu deiner Seele, auf dem ich dich heute begleiten möchte. Und so führt dich dein Atem ganz sanft. Er fließt in einem Tempo ein und aus, so wie es für dich richtig und gut ist. Und er führt dich auch in die Tiefe deines Herzens, dorthin, wo die Energie der Liebe fließt. Denn es ist dein Herzensraum und es ist dein persönlicher Tempel der Liebe. Es ist deine Essenz, welche du nun fühlst. Und so spüre den Frieden, spüre, dass dir hier in deiner Essenz nichts passieren kann, dass du hier geschützt bist. Kraft und Liebe empfindest. Und je tiefer du in dein Herz hineinkommst, desto intensiver wird der Kontakt zu deiner Seele. Du spürst deine Seele. Du spürst, dass es nur ein paar einzelne Atemzüge braucht, um dich ganz intensiv mit deiner Seele zu verbinden. Und vielleicht magst du jetzt 3 Atemzüge nehmen. Um beim 3. Atemzug mit deiner Seele zu verschmelzen. Und nun bitte ich dich, das Licht von Elixier einzuatmen. Und ich bitte dich auch, mit deiner Seele zu sprechen. Bitte deine Seele um eine kleine Reise. Bitte sie, mit dir an den Punkt zu reisen, wo das entstand, was dich gerade in diesem Moment in deinem Leben besonders stark belastet. Denn es gibt für alles, was geschieht, einen Grund, sei es ein Seelenplan, sei es ein Vertrag mit einem Seelenpartner oder sei es eine Verletzung aus einem früheren Leben. Ganz gleich, was es jetzt auch sein mag, lass dich
von deiner Seele führen. Sie wird dir diesen Wunsch nicht abschlagen. Und so nehme noch einmal einen tiefen Atemzug mit der Absicht, in die Situation zu gelangen, wo das entstand, was dich jetzt gerade sehr belastet. Und dann, mein allerliebster Mensch, wirst du etwas empfinden, du wirst etwas fühlen oder vielleicht empfängst du auch Bilder, wie auch immer du diese Situation wahrnimmst. Beginne nun, alles, was dich belastet, in diese Situation fließen zu lassen. Beginne nun, jeden Schmerz, jeden Zweifel, jede Verletzung, die du in dir trägst, in diese Situation fließen zu lassen. Und nehme dir die Zeit, die du dafür benötigst. Lass deine Gefühle, welche dich hindern, dein Leben frei und glücklich und gesund zu leben, in diese Bilder, in diese Situation oder die Gefühle einfach einfließen. Lasse los von dem, was dich belastet. Gebe ab, was dich hindert, glücklich zu sein. Lass die Strukturen, die fremden Strukturen, welche dein Leben bestimmen möchten, dorthin zurückfließen, wo sie herkommen. Gebe alles, was dir nicht mehr dienlich ist, in diese Situation hinein. Nehme dir noch ein wenig Zeit. Vielleicht ist es ja jetzt soweit, dass du sagen kannst, ich habe alles zurückgegeben. Ich habe meinen ganzen Schmerz und mein Leiden, meine Verzweiflung, meine Krankheit in diese Situation fließen lassen. Dann, mein allerliebster Mensch, nehme wieder einen tiefen Atemzug. Und hole dir alles Gute, alles Positive, all das, was du erleben möchtest. Gesundheit, Freude, Liebe, Glückseligkeit. Hole dir diese Energien und lasse sie in deine Matrix einfließen. Stelle dir vor, wie dein Leben wäre, wenn es dir super, super gut geht, und lass all diese Gefühle zu dir fließen. Nimm sie auf, dehne dich mit diesen Gefühlen aus und spüre, wie du wächst, wie ganz viel Licht und positive Energie zu dir fließt. Wie Kraft zu dir strömt, wie Heilung in dich einfließt. Spüre, wie du ausgeglichen wirst, wie dein Licht zu leuchten beginnt.
gut. Nehme dir noch ein wenig Zeit und hole dir alles, all das, was du möchtest. Vielleicht spürst du ja jetzt, dass du schon ganz viel dieser wunderbaren positiven Energien in dein Leben, in dein Jetzt zurückgeholt hast. Und vielleicht spürst du auch, dass die Energien ausgeglichen wurden und du in deiner Kraft bist. Dann werde ich jetzt für dich ganz persönlich diese Energie in dir verankern, den Ausgleich und das Licht, all das in dir verankern, was du gerade dir zurückgeholt hast. So fließt die Verankerungsenergie zu dir. Diese Verankerungsenergie dehnt deinen Lichtkörper aus. Du spürst, wie leicht, lichtvoll und voller Kraft du jetzt bist. Wie Mona Oha in dir entsteht und wie auch die Gewissheit sich in dir festigt, dass du jetzt dein Leben änderst, dass du dich von allem, was dich belastet hat, jetzt getrennt hast und dass dein Weg mit all dem, was du dir wünschst, vor dir liegt. Dass diese eine Situation, zu welcher dich deine Seele geführt hat, nun neutral ist, dass dich das eine, nicht mehr belasten kann. Denn du darfst jetzt in die Freiheit gehen. Du darfst jetzt glücklich sein, gesund sein. Du darfst all das sein, was du möchtest. So genieße ein wenig diese Energie und ich werde für dich ein Gitternetz der Liebe mit lichtvollen Elixierenergien in deiner Umgebung, in deinem Zuhause, da wo du jetzt bist, für 24 Stunden energetisieren, sodass die Heilung, die jetzt gerade geschah, dir noch für 24 Stunden zur Verfügung steht und du noch einmal eintauchen kannst, um das zu lösen, was du noch möchtest. Und so dehnt sich deine Aura aus und all das durfte abfließen, was jetzt gerade richtig und gut für dich ist. All das durfte gehen, was jetzt an der Zeit ist zu gehen, damit du deinen Weg
voller Kraft weitergehen kannst. So fließen die Energien von Tahita und Amana in dich ein, stärken dich und tragen dich 24 Stunden durch die Zeit. Und so genieße all das, was vor dir liegt, denn es dient dir zum allerhöchsten Wohle. So ist es, an Anascha. Und dann komme in deinem Tempo wieder in die Jetztzeit zurück. Und wenn du die Augen öffnest, dann öffnest du sie voller Frieden und Liebe, in dem Wissen, dass du in deinem Leben etwas verändert hast.